Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Und sie empfängt vom Heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria sprach, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für unsere heilige Gottesmutter, dass sie würdig werden der Verheißung an Christi. Lasset uns beten. Wir bitten dich, o Herr, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi deines Sohnes erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Für den heutigen Tag hat unser heiliger Vater Franziskus einen gebotenen Festtag eingeführt, nämlich den Festtag von Loreto. Loreto ist einer der größten Wallfahrtsorte in Italien und er ist der Ort, von dem die Überlieferung sagt, dass eben das Haus von Nazareth nach Loreto übertragen worden ist. Das Haus, wo Christus in der heiligen Familie gewohnt hat. Auch in Pfarrkirchen ist auch eine Wallfahrtskirche zu Ehren der Mutter Gottes in Loreto. Und wir wollen heute besonders auch an dieses Erlebnis denken, dass Christus eben eine menschliche Familie genommen hat, um hier unter uns Menschen zu wohnen und Mensch zu werden. Lasset uns beten. Allmächtiger Vater, rüttle unsere Herzen auf, damit wir deinem Sohn den Weg bereiten. Wir wollen uns durch seine Ankunft fähig machen, dir in aufrichtiger Gesinnung zu dienen. Schenke uns immer wieder die Geborgenheit der Familie in dem Hause von Nazareth. Darum bitten wir durch unseren Herrn, Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Die Lesung aus dem Alten Testament sagt uns heute, dass eben Gott für uns Menschen Heil bringt. Er ist der Jesus, der den Menschen immer wieder hilft. Lesung aus dem Buch Jesaja. Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand ergreift und der zu dir sagt, fürchte dich nicht, ich werde dir helfen. Fürchte dich nicht, du armer Wurm Jakobs, du Würmlein Israel. Ich selber werde dir helfen, Spruch des Herrn. Der Heilige Israel löst dich aus. Zu einem Dreschlitten mache ich dich, zu einem neuen Schlitten mit vielen Schneiden. Berge wirst du dreschen und sie zermalmen
und Hügel magst du zu Spreu. Du wurfelst sie und es verweht sie der Wind, es zerstreut sie der Sturm. Du aber jubelst über den Herrn, du rühmst dich des heiligen Israels. Die Elenden und Armen suchen Wasser, doch es ist keines da. Ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, verlasse sie nicht. Auf den kahlen Hügeln lasse ich Ströme hervorbrechen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Teich und das ausgetrocknete Land zur Oase. In der Wüste pflanze ich Zedern, Akazien, Ölbäume und Myrten. In der Steppe setze ich Zypressen, Platanen und auch Eschen. Dann werden alle sehen und erkennen, begreifen und verstehen, dass die Hand des Herrn das alles gemacht hat, dass der Heilige Israel es erschaffen hat. Wort des lebendigen Gottes. Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll Langmut und reich an Gnade. Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll Langmut und reich an Gnade. Ich will dich rühmen, mein Gott und König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Der Herr ist gütig zu allen. Sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll Langmut und reich an Gnade. Danken sollen dir, Herr, all deine Werke und deine Frommen dich preisen. Sie sollen von der Herrlichkeit deines Königstums reden, sollen sprechen von deiner Macht. Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll Langmut und reich an Gnade. Sie sollen den Menschen deine machtvollen Taten verkünden und den herrlichen Glanz deines Königstums. Dein Königtum ist ein Königtum für ewige Zeiten. Deine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Gnädig und barmherzig ist der Herr, voll Langmut und reich an Gnade. Halleluja, 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 Halleluja. Taute Himmel von oben, ihr Wolken, lass Gerechtigkeit regnen. Die Erde tue sich auf und sprosse den Erlöser. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, da begann Jesus zu der Menge zu reden. Amen. Das sage ich euch, unter allen Menschen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes, den Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich, der ist größer als er. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird dem Himmelreich Gewalt angetan und die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn bis dahin zu Johannes haben alle Propheten und das Gesetz über diese Dinge geweissagt. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, ja, er ist Elia, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat,
der höre. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Ein paar Sätze heute zum Evangelium. Es war in den alten Reichen üblich, dass vor dem König immer wieder ein Herold, ein Verkündiger des Königs vorausgegangen ist. Und so ähnlich müssen wir uns auch das bei Jesus vorstellen. Der Vater im Himmel wollte, dass auch einer vorausgeht, der für Jesus den Weg bereitet. Jesus brauchte nicht bei der Stunde Null anfangen. Er hatte schon Menschen, er hatte Jünger, und zwar von Johannes, dem Täufer. Und Johannes, der Täufer, der hat eben, Sie wissen alle, das schöne Gemälde von Grünwald, der hat dann zu den Jüngern gesagt, das, schau dir mal hin, das ist das Lamm Gottes. Und dieses schöne Wort sagen wir in jeder heiligen Messe, bevor wir die Kommunion empfangen, sagt der Priester, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und Johannes der Täufer wird deswegen so hoch gepriesen, weil er den Weg nicht für irgendeinen König bereitet sollte, sondern eben für Christus, den König, den Herrscher der Welt. Zu Weihnachten kommt Jesus in aller Schwachheit. Es gibt kaum etwas Hilfloseres als ein Kind. Wir brauchen ungefähr ein ganzes Jahr, bis wir auf die Füße kommen und dann schön langsam mit dem Gehen anfangen, bis wir uns aufrichten. Und in dieser Schwachheit wollte Gott kommen. Er wollte die Menschen nicht überfordern. Er wollte sie alle einladen für das Reich Gottes. Er wollte nicht zwingen und Vorschriften geben, sondern den Menschen aus Freiheit und aus Liebe zu seinem Vater im Himmel führen. Das war die wunderschöne und große Aufgabe von Jesus, dass er hier den Vater im Himmel uns geschenkt hat. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater, wir gehören zusammen, wir sind eins. In diesem Sinne feiern wir die Messe. Wir wollen zuerst in unseren Fürbitten den Herrgott bitten, dass er uns immer wieder helfen möge, Christus zu finden und neu in unser Herz aufzunehmen. Der Herr sagt, fürchte dich nicht, ich werde dir helfen. Hilf allen, die in Furcht leben, ihre Furcht zu überwinden. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Du bist der Heilige Israels, der gekommen ist, uns auszulösen. Wende die Herzen der Menschen deiner Botschaft der Erlösung zu. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Menschen auf der Flucht dürsten nach Wasser und Zuwendung. Lass sie Hilfe und Liebe erfahren. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Du machst die Wüste zum Teich. Wende die Herzen derer, die innerlich vertrocknet sind, deiner heilenden Nähe zu. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Du bist gekommen, das Tor zum Himmel zu öffnen. Lass die Seelen der Verstorbenen durch dieses Tor den Weg zu dir finden. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Wir bitten auch für die vielen Spannungen, die in Europa sind, dass sie zu einem guten Ende geführt werden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir bitten dich auch dafür, dass das Christliche in unserem großen Europa nicht zu kurz komme, sondern dass Christus den Platz erhalte, der ihm wirklich als Sohn Gottes zusteht. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für all das bitten wir, in Christus, unserem Herrn. Amen. Amen.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Herr, wasche ab meine Schuld. Von meinen Sünden mache mich rein. Allmächtiger Vater, alles, was wir haben, kommt von dir. Nimm die Gaben an, die wir darbringen, mache sie für uns in diesem Leben zum Sakrament der Erlösung und rufe uns an deinem Tisch im kommenden Reich. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel. Wir rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn ihn hast du der verlorenen Menschheit als Erlöser verheißen. Seine Wahrheit leuchtet den Suchenden, seine Kraft stärkt die Schwachen und seine Heiligkeit bringt den Sünden Vergebung. Denn er ist der Heiland der Welt, den du gesandt hast, weil du getreu bist. Darum preisen wir dich jetzt in der Gemeinschaft der Chöre des Engels und singen das Lob deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes, der erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Vom Aufgang der Sonne versammelst du dir ein Volk, damit dir ein reines Opfer dargebracht werde. Und so bitten wir dich, Heilige, unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.
tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, den heiligen Josef und heute ganz besonders mit dem heiligen Johannes dem Täufer, mit deinen Aposteln, mit unseren Namenspatronen, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred, die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone und alle, die zum Dienst in deiner Kirche bestellt sind. Gedenke auch unserer gütiger Vater im Gebet unserer versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Familie Pilz, für beiderseits verstorbene Eltern und ganze Verwandtschaft, gedenken auch Unterbachslehne für verstorbene Gattin, Mutter, Großmutter zum Sterbetag. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reiche. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Als Kinder Gottes dürfen wir seit der heiligen Taufe das wunderschöne Gebet des Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen, gib Frieden in unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, bewahre uns vor aller Verwirrung, vor allen Unglücksfällen, vor allen Kriegen, vor allen Pandemien und vor aller Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Darum bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. Geben wir uns alle das Geschenk des inneren Friedens von Christus. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser Herr. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser Herr. Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Vaters Gehorsam. Denk mir heute an Johannes dem Täufer, wenn wir dieses schöne Wort sagen. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi führe uns einst zum ewigen Leben. Amen. Sumpsimus Domine puramente capiamus. Lasset uns beten.
Herr, unser Gott, du hast uns an deinem Tisch mit neuer Kraft gestärkt. Zeige uns den rechten Weg durch diese vergängliche Welt und lenke unseren Blick immer wieder auf das Unvergängliche, auf das Bleibende, auf das Ewige, damit wir in allem dein Reich suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wünschen uns noch einen schönen Tag, eine gnadenreiche Adventszeit und dass uns der Herrgott immer wieder vor allen Gefahren des Leibes und der Seele beschütze. Sind wir vorsichtig, heute ist ein bisschen gefährlicher. Gott möge uns da besonders segnen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der allmächtige Gott, er beschütze, er segne euch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, vor allem auch durch das Geheimnis von Loreto. Der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Thank you.